Name ist Gunter Frank, ich bin Allgemeinarzt hier in Heidelberg seit 20 Jahren. Näher ran. Genau, Allgemeinarzt in Heidelberg, Gunter Frank seit 20 Jahren. Ich bin kein Impfgegner, überhaupt nicht. Ich biete meinen Patienten stets gut geprüfte Impfstoffe an gegen schwere Krankheiten und lasse sie entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen und rate ihnen dann auch teilweise dazu. Bei der Corona-Impfung war das ein Problem, dass ich mich mit den Daten vorher schon befasst habe und ich die Notwendigkeit nicht gesehen habe, eine außergewöhnliche medizinische Notlage anzunehmen. Das beweisen die Zahlen der Krankenhausbelegungen und der Todesraten. Es war keine außergewöhnliche Situation, deswegen sah ich von vornherein die Bedingung nicht gegeben, einen Impfstoff so verfrüht und nur bedingt zuzulassen. Ungefähr. Insofern habe ich diesen Impfstoff nicht selbst verimpft, aber es sind halt durch, weil ich etwas bekannt bin im Rahmen der Corona, auch Kritik an der Politik, viele Patienten dann zu mir, die mir dann von ihren Impfnebenwirkungen berichten. Und ich kann den Vorredner gerade einfach nur bestätigen, ich habe gehört von diesen Patienten Lungenembolien, ich habe gehört Herpes Zoster, vielfältige Arten von Gelenkschmerzen, die lange anhalten, Erschöpfungszustände. Es waren viele neurologische Ausfälle dabei gewesen, Herzbeschwerden. Also man findet das ganze Arsenal. Und die Frage ist halt einfach, wieso weckt das niemanden auf? Wir haben ja die Meldesysteme, die ja bekanntermaßen insuffizient sind. Aber wir haben eben auch Zahlen der Krankenhausabrechnungsdiagnosen, die zeigen, dass diese Erkrankungen, die ich gerade aufgezählt habe, viel, viel mehr aufgetreten sind als im Vergleichszeitraum 2020. Also es gibt offizielle Zahlen, die diese Anstiege auch belegen. Über den wie im Nachhinein ja wirklich zu sehenden mutigen BKK-Chef wurde schon gesprochen, der die Zahlen angemahnt hat. Und noch was an der Kritik an diesen Zahlen. Also wenn es dann heißt, ja, das sind ja gemeldete Impfnebenwirkungen, das können ja gerötete Stellen sein nach eben dem Stich und das sei keine echte zu meldende Nebenwirkung. Ich habe in 20 Jahren noch nie erlebt, dass ein Patient von mir nach einer Impfung wegen einer geröteten Hautstelle wieder in die Praxis gekommen ist. Das ist Impfung. Es gibt eben auch Berechnungen von Leuten, die mit Daten umgehen können, wie zum Beispiel der Professor Thomas Riesinger. Der hat eben ausgerechnet, dass im zweiten Halbjahr 2021 in der Altersklasse 35 bis 70 eine auffällige Übersterblichkeit von 7% zu sehen ist. Das entspricht etwa 10.000 zusätzlichen Toten in der Altersklasse 35 bis 70. Das beweist nicht, dass das Impftote sind, aber es ist eine Auffälligkeit. Und wir haben so viele Auffälligkeiten, dass ein regulär zugelassenes Medikament schon längst gestoppt worden wäre, um die Zusammenhänge zu untersuchen. Und ausgerechnet bei einem bedingt zugelassenen Medikament wird es nicht getan. Das ist sehr, sehr seltsam. Was wir einfach fordern, innezuhalten, die Zahlen zu sichten und dann zu schauen, ob man diesen Impfstoff noch wirklich guten Gewissens der Bevölkerung zulassen kann. Mehr fordern wir gar nicht. Ich habe nur, es ist unglaublich, wie diese Aggressivität zunimmt gegenüber denjenigen, die dies fordern, die das ganz Normale und das Vernünftige fordern. Und gerade derjenige, der am lautesten den BKK-Chef angegangen ist, der Chef des Virchow-Bundes hat in Hamburg selbst auch ein Impfzentrum betrieben. Ich glaube, dem geht wirklich die Muffe. Und da darf sich kein Arzt eine Illusion hingeben. Wenn es mal die Stimmung kippt und Verantwortlichkeiten zugeordnet werden, Schuldige gesucht werden, auch juristische Themen kommen, es wird an den impfenden Ärzten hängen bleiben. Es wird ihnen nichts nutzen zu sagen, die Politik hat doch gewollt, dass wir und die Leute sind Schlange gestanden und die Wissenschaftler haben gefordert. Nein, der impfende Arzt hat eine ganz besondere Aufklärungspflicht bei einem bedingt zugelassenen Impfstoff
Und die meisten Ärzte haben das nicht getan. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Angst bei vielen Ärzten auch dazu führt, dass sie die Impfnebenwirkungen dann auch nicht melden, ja, dass sie das quasi ausblenden. Aber wir müssen das durchbrechen, diese Angst, weil wir gefährden einfach die Menschen in einer Art und Weise, für die ich nicht Arzt geworden bin. Und zum Schluss ganz kurz was in eigener Sache. Ich habe vor ein paar Wochen ebenfalls hier schon mal eine Rede gehalten und die RNZ, die Rhein-Neckar-Zeitung, hat darüber berichtet. Sie hat gesagt, dass ich die Corona-Politik kritisiere und dabei auf einem Blog publiziere, der dem rechten Spektrum zugeordnet wird. Das ist juristisch geschickt gewählt, ich kann Sie dafür nicht belangen. Das ist Meinungsäußerung. Sie meinen den Blog Achse des Guten. Die Achse des Guten wurde gegründet von Henrik Broder, ein Jude, dessen Eltern Auschwitz überlebt haben. Es ist ein Blog, bei dem Wissenschaftler, Schriftsteller, alle möglichen Leute, die gute Meinungen haben, sich kritisch äußern und die halt sich unbeliebt machen. Und da hat es sich eben eingebürgert, schon seit Jahren, dass man kritische Stimmen einfach als rechts diffamiert und rechts bedeutet heute rechtsextrem. Und das ist eine ganz billige Masche. Da fällt mir ein, der Publizist Johannes Groß hat einmal gesagt, je länger das Dritte Reich vorbei ist, desto tapferer kämpfen die Deutschen gegen Hitler. Ich habe mit Nationalismus, mit Fremdenfeindlichkeit, mit all dem Kram überhaupt nichts am Hut. Ich habe mich immer dagegen eingesetzt. Ich habe mich für Vielfalt eingesetzt. Und jetzt kommt die RNZ, die mit mir vorher schon Bürgerforen veranstaltet hat, zum Thema Ernährung zum Beispiel, die mich also alle gut kennen und stellt mich mit ihrem Gratismut in die rechte Ecke. Ich finde das wirklich schlimm. Das ist Rufmord und Sie sollten sich wirklich was schämen. Meinen Leserbrief. Meinen Leserbrief, wo ich das eben erzählt habe mit der Achse des Guten und auch Leserbriefe von Kollegen, die auch dagegen protestiert haben, mich in diese Ecke zu stellen, wurde dann nicht veröffentlicht. Das ist Meinungsvielfalt im Sinne der RNZ. Also, es ist inzwischen ja schon lachhaft, man kann es nicht mehr ernst nehmen und ich muss sagen, mir ist es auch inzwischen egal. Wir sind wirklich, ich bin davon überzeugt, auf der richtigen Seite. Wir sind auf der Seite der Vernunft und wir wollen uns und unsere Familien schützen. Und deswegen ist wichtig, dass wir eben auch das Ganze lautstark bekannt machen. Und ja, dafür bedanke ich mich bei uns allen hier. Vielen Dank.